Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für diejenigen, die neu bei mir sind. Ansonsten, hallo ihr Lieben. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video. Ich habe ein bisschen gesammelt. Ein paar Sachen möchte ich euch vorstellen. Beginne ich mit einem Produkt aus der Apotheke. Das ist ein, also Hylofresh zum Befeuchten unserer Augen. Wenn die Augen zu trocken sind, tränen sie und wir müssen ihnen irgendwie Feuchtigkeit wieder zuführen. Das ist ein sehr schönes Produkt, um gereizte Augen, um das zu mildern. Unter anderem ist da so eine Euphrasia-Urtinktur drin. Ich bin damit total happy, benutze das zweimal am Tag. Also nicht nur, weil ich viel Computerarbeit mache, sondern generell auch durch den Wind draußen, durch Sonne. Unsere Augen werden ja auch älter und ab und zu kann man ihnen ja was Gutes gönnen. Also befeuchtende, Mann, was für ein Wort, Augentropfen. Hylofresh kosten ungefähr so 10 Euro. Ich hatte ja diese Alverde 2 in 1. Das ist so eine Nachtcreme und Maske gleichzeitig. Fand ich ganz gut. Ich war zufrieden damit. Allerdings hat man eben so diesen Fettfilm. Egal, ich habe nur wirklich nicht viel drauf, also aufgegeben auf die Haut, aber man hat so einen Fettfilm. Und das mag ich nicht, wenn man das ja dann im Kissen hat. Ne? Ich kann ja nicht noch 2 Stunden da sitzen und mir Luft zufächern, dass der Fettfilm weggeht, dass es irgendwie einzieht. Also das war nicht schlecht, aber mit dieser Porzellanblume, ich werde sie mir nicht wieder kaufen. Die Hauschka Rosencreme für jeden Hauttyp gedacht, ist sehr schwer, sehr reichhaltig. Für den Sommer würde ich sagen, nichts. Dann eher diese Rosenmilch. Ja, dann hatte ich noch was von Alverde. Das ist nicht ganz aufgebraucht. Das ist diese Hydro-Pflege-Essenz. Ich hatte die ja im Vergleich gestellt mit diesem Hydra Genius von L'Oreal, mit diesem Aloe Water und Hyaluronsäure. Und ich war ganz glücklich mit der, als ich nur die kannte. Aber ich kriege es jetzt irgendwie nicht fertig, mit diese klebende Lotion aufzugeben, wo ich jetzt die andere habe. Insofern, hier ist noch ein Rest drin und der fliegt weg. Aber für 3,95 Euro, also ich kann sie empfehlen. Aber man hat ja Produkte, oder es gibt Produkte in unserem Bad, die wir okay finden, aber da gibt es eben bessere. Und dann nimmt man doch eher die besseren, wo man einfach so ein besseres Gefühl hat. Und hier, wie gesagt, klebte die Haut und ich habe einige Zuschriften auch bekommen, Damen, denen es ähnlich erging. Es klebt einfach. Und es riecht nicht so angenehm. Und die Anwendung mit diesem Fläschchen, das ist ein bisschen kompliziert. Da muss man immer so schütteln und, na, ihr seht, da ist noch was drin, ist was rausgekommen, jetzt klebe ich. Ein Produkt, womit ich sehr zufrieden war, gibt es allerdings nicht mehr. Das war so eine Pinselseife, auch so eine Happiness Edition letzten Sommer. Die ist leider alle. Und ich fand das eben sehr schön, auch in diesem Döschen drin. Das ist dann so ein Schwämmchen. Und dann, wenn man die Seife sauber gemacht hat, dann konnte das schön abtropfen, dass die Seife wieder auf trocken war und nicht so glitschig. Also ich fand die sehr schön. Ich bin immer auf der Suche nach einer guten Pinselseife, die jetzt nicht unbedingt 12 Euro kostet. Mit diesen flüssigen Seifen für die Pinselreinigung und auch Babyshampoo kann man machen, bin ich nicht so happy, weil ich habe das Gefühl, das geht nicht so richtig. Gut, es geht schon, aber mit richtigen Pinselseifen oder man kann auch ein Stück Seife nehmen. Glaube ich, geht es besser mit normaler Seife. Ein Produkt, was nicht aufgebraucht ist, aber was ich jetzt wegschmeißen werde, das ist dieses von Lancôme, ein Augen-Make-up-Entferner. Be Facial heißt der. Das ist so ein Zwei-Phasen-Produkt. Ihr seht das ja, das muss man dann schütteln. Und dann gibt man das auf ein Wattepad, legt das auf die Augen, lässt das ein bisschen einwirken und nimmt das Augen-Make-up ab. Meine Erfahrung mit diesem Produkt ist leider negativ, weil meine Augen sahen danach aus wie so Karnickelaugen, also rundherum die Haut war gerötet und das brannte. Ich musste danach immer noch mal mit klarem Wasser drüber und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Also das ist ein Produkt, was ich mir nicht... Ich habe mir zum Glück nur so eine kleinere Größe gekauft, die man eben auch schön mit auf die Reise nehmen kann. Aber damit bin ich nicht happy. Die kommt in den Müll. So, noch aufgebraucht ist Hauschka leider diese Regeneration Augencreme.
Das ist die mit diesen, aus dieser braunen Serie für reife Haut. Mit der bin ich total happy und die kaufe ich mir immer wieder nach. Kostet um die 45 Euro. Ich liebe diese Creme. Das ist sehr schön mit diesem Spender auch. Und das gibt man sich leicht auf die Finger gucken, tupft das so ein. Und das ist Augenringe, Augenschatten, Fältchen werden gemildert. Das ist einfach eine tolle Augencreme. Was soll ich dazu weiter sagen? Ich mag sie sehr, werde sie immer wieder kaufen. Ich hatte ja jetzt, also als ich die nicht bekommen habe, eine andere von Hauschka gekauft, die etwas billiger war. Die ist auch okay, aber sie kommt mit der nicht mit. Dann ein Produkt, was ich mir jetzt nicht wieder kaufen werde, was aber nicht schlecht war. Das ist von Nuxe Solens. Das ist so ein Detox-Übernacht-Serum. Also hilft uns einen jugendlichen Teint wieder zu erhalten. Was, naja, die Haut sieht einfach frischer aus. Detox ist ja klar, ihr wisst, was das bedeutet, über Nacht. Ich fand es okay, ich habe mich auch ein bisschen gequält damit, weil der Geruch sehr gewöhnungsbedürftig. Diese Nuxe-Produkte finde ich überhaupt sehr gewöhnungsbedürftig. Die sind nicht schlecht in der Wirkung, aber der Duft, also der Geruch, es geht ja viel über unsere Nase und wir sollten einfach auf unsere Nase hören, was man nicht riechen kann. Ne? Das ist ja auch mit Menschen so. Da ist schon was dran an diesem Spruch. Also das ist jetzt auch alle zum Glück und fliegt weg. Dann hatte ich noch von Caudalie eine Augencreme, eine Lifting-Augencreme. Die habe ich auch aufgebraucht und werde sie mir nicht nochmal kaufen, weil ich diese einfach besser finde. Dieses Lifting, mit diesem Lifting-Komplex, das spannt dann mal so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, meine Augenpartie, oder ich hatte das Gefühl, meine Augenpartie ist einfach nach einer halben Stunde wieder so trocken, dass ich nachcremen muss. Und insofern, obwohl ich Caudalie-Fan bin und viele Produkte von Caudalie gut finde, gibt es auch da, also bei dieser Serie, Produkte, die ich mir nicht unbedingt wieder kaufen würde. So, dann hatte ich noch eine Augencreme von Exclusive Repair, Arelia, aus dem Reformhaus, um die 20 Euro. Die war auch nix. Die habe ich dann ja, einfach so aufgetragen, nachts. Um die alle zu machen, weil ich wollte sie nicht wegschmeißen. Aber die hat rein gar nichts gebracht. Also die ist aufgebraucht und ein Flop. Ein Top ist von Medipharma Cosmetics, sind diese Wimpernbooster. Die sind sehr schön, diese Stifte. Also die werden abends, auf das, wenn die Augen abgeschminkt sind, auf, also wie ein Lidstrich wird das aufgegeben mit diesem leicht kleinen Pinselchen hier. Da passiert auch nichts, also dass da irgendwas brennt, es sei denn, ihr kommt irgendwie ins Auge rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wimpern, also ich habe jetzt nicht einen irrsinnigen Wimpernnachwuchs gehabt, aber ich hatte das Gefühl, sie sind gepflegt und es sind auch keine ausgefallen. Insofern eigentlich ein tolles Produkt, aber es ist auch ziemlich teuer. Na gut, wir tuschen ja auch die Wimpern, wir müssen ja den Wimpern auch so ein bisschen Pflege zuteil werden lassen. Aber man kann auch ein bisschen Kokosöl nehmen, das geht auch. Nur das Kokosöl ist das Problem, dass man dann oft so einen schlierigen Film auf den Augen hat. Auch wenn man das nur aufs Augenlid aufgibt, irgendwie dieses kriecht das irgendwie. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Dann eine sehr schöne Balea in Handmousse. Blütenzauber, der ist jetzt auch leer. Das war auch eine Limited Edition, die wird es auch nicht mehr geben. War ein schön hübsch im Gästebad anzuschauen. Eine sehr leichte, ein Mousse eben. Fettet, also hat nicht gefettet, nicht geklebt. Hat gepflegt, war in Ordnung. Jetzt nicht unbedingt für eine Handmaske, aber so für zwischendurch war das schön. Dann hatte ich hier dieses Lemongrass and Oil. Das hatte ich ja im letzten DM-Haul gesagt, dass ich das aufgebraucht habe und mir dann dieses Frangipani gekauft habe. Das war sehr schön, ganz frisch. Das können auch Männer nehmen oder Kinder. Das ist ein ganz toller, frischer Duft. Und auch pflegend durch dieses Öl, durch diese Ölperlen. Also man hat nicht so ein trockenes Hautgefühl. Dann noch von Caudalie. Das war mein Toner. Ein feuchtigkeitsspendender Gesichtstoner mit Traubenwasser. Der ist leider auch alle. Den habe ich sehr gemocht und den werde ich mir auch wieder kaufen. Damit
kann man das Gesicht tun oder auch das ganze Gesicht abreinigen, wenn man jetzt nicht so viel drauf hat. Einfach auf einem großen Wattepad diesen Toner geben und sich das Gesicht schön reinigen, nicht abwaschen. Also kein Wasser danach auf die Haut geben. So, und jetzt kommen wir zu ein paar Masken, ihr Lieben. Ich habe jetzt hier 4 Masken, 4 Stück. Eine, die war super. Das ist ein Feuchtigkeitsbooster. Das ist mit Kokosnusswasser und Kaktus. Die fand ich sehr schön. Die hat mir sehr gut gefallen. Also das war diese feuchtigkeitsspendende Maske mit dem Glow-Effekt. Dann noch von Garnier, schwarze Tuchmaske mit Bambuskohle. Ja, ich habe die bei anderen YouTuberinnen, also bei der Alida gesehen. Dachte, ich probiere die auch mal aus. Aber ehrlich gesagt, ja, nun habe ich jetzt nicht so eine unreine Haut. Ich hatte jetzt nicht so ein Vorher-Nachher. Also ich glaube, so reinigende Tuchmasken werde ich nicht für meine Haut benutzen. Ich brauche mehr so regenerierend Feuchtigkeitsspende. Und zum Reinigen nehme ich die von Caudalie. Diese Purifant, die ist fantastisch. Zum Abspülen allerdings wieder. Und dann eine, das hatte ich euch ja schon angekündigt, dass ich eine Maske, das war so eine asiatische, mit so Aloe-Scheiben. Da waren hinten so Aloe-Scheiben drin. Die gibt es mit Wassermelone und Aloe Vera. Und da waren, glaube ich, warte mal, 8 oder 10 von diesen Scheiben so drin. Und das hat man sich dann aufs Gesicht gelegt. Und innerhalb von 2-3 Minuten wurde das trocken. Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie Löschpapier auf dem Gesicht, auf der Haut. Fielen die Dinger wieder ab. Also, und ich hatte danach überhaupt keinen Aha-Effekt. Also man musste irgendwie diese Scheiben auf dem Gesicht drapieren und am besten sich gar nicht bewegen, irgendwie hinlegen. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber wenn ich eine normale Tuchmaske trage, dann laufe ich auch rum und mache die Wohnung sauber oder sowas, ne? Also wenn man diese einzelnen Pads auflegt, sollte man sich wahrscheinlich da niederlegen und abwarten. Aber auch unabhängig davon, dass die abgefallen sind, ich hatte wirklich kein Aha-Erlebnis, was ich mir so vorgestellt habe. Ich dachte, Mann, die sehen toll aus, die waren jetzt auch nicht so billig. Aber das sind eben so Flops, ne? Man hat eben Tops und Flops und wie gesagt, ihr nehmt für euch heraus, was ihr meint, das könnte zu mir passen oder das, oder ihr fühlt euch bestätigt durch solche Videos, ja, das habe ich jetzt übrigens auch festgestellt mit Rosenwasser und was auch immer, was ihr mir so schreibt, dass wir da auch ähnlich ticken. Also ich habe wirklich eine ganz tolle Community, muss ich sagen. Ich muss euch mal also wirklich explizit danken. Ich bin immer völlig gerührt, wie lieb ihr mir schreibt und wie ausführlich ihr mir schreibt und wie regelmäßig und treu ihr die Videos schaut und kommentiert. Und das ist einfach richtig fabelhaft und das zeigt mir auch, dass sich die Arbeit lohnt. Man gibt sich ja schon Mühe und möchte Inhalte bringen. Man hat ja auch so einen Maßstab an sich selber. Und wenn das dann ankommt, ist das natürlich ein großes Lob. Und darüber freue ich mich sehr. Das wollte ich euch explizit nochmal mitteilen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.